Hallo liebe Gaming Maniacs, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Pile of Shame minus 1. Ich gehe meine random Steam Keys durch, die ich mal erworben habe, und schaue mir so ein paar Sachen an. Heute ist das Spiel Dead Bits dran. Und das ist ein Ego-Shooter, der grafischen besonderen Style hat und wie man hier hören kann, auch schon interessante Dubstep-Mucke. Wie ich mich hier schlage, naja, schauen wir mal. Ich switch mal in das Game rein. Und geh mal auf New Game. Fangen wir mal hier vorne an. Dann sehen wir gleich auch mal, um was es denn hier geht. Philly lived in a distant galaxy. Someday, alien species commanded by Quanton abducted him while he was sleeping. Ja, wir wurden also entführt. Now Quilly has to complete all Quantons tests in order to earn his freedom. Also, wir müssen uns unsere Freiheit erballern. Das ist eben Ego-Shooter. Shoot Left Mouse Button, Movement WASD, Waffen durchschalten 1, 2, 3, Jump Space, Krauchen, Control, Zoom In, rechte Maustaste, Menü Escape. Na, schauen wir doch mal. Da ist eine Knarre. Ich hoffe, ich habe unbegrenzt Munition. Oh, sieht so aus. Also, wie war das? Mit rechts kann ich zoomen. Mit Strick kann ich krauchen und mit Space kann ich springen. Okay, und jetzt? Oh, da unten ist es bunt. Da muss ich runter. Und dann? Wahrscheinlich aufpassen, dass ich nicht von der Plattform falle. Ich bin in Ego-Shootern immer ziemlich schlecht, muss ich übrigens sagen. Witzig ist, dass das Ganze hier so in Minecraft-Würfeloptik ist. Das finde ich noch interessant. Sieht aus, als müsste ich da oben in den Brunnen. Der Wasserfall. Das ist ja lustig gemacht irgendwie. Okay. Springen wir da mal rein. Level 2. Nehmen wir doch mal. Connecting. So, wo bin ich hier? Ich stehe irgendwie auf der Kante von... Oh! Zwei Waffen. Wie war das mit 1 und 2? Kann ich durchschalten? Die kennen wir ja schon. Die ist wahrscheinlich heftiger, hat aber eine größere Nachladezeit. Wahrscheinlich ist die 100 da unten meine Lebensenergie. Kann man nicht von oben wegbratzen, oder? Nice try, you need to jump. Na toll. Ich traue mich nicht, ich habe Höhenangst. Und spring direkt ins Loch. Schön. Was ist das? Werde ich da gerade aufgemampft von den Alien-Zombie-Irgendwas-Dingern? Na schön. Ja, das probieren wir dann glatt nochmal, ne? Na toll. Das war ja was. So, diesmal kriege ich es hoffentlich besser hin. Könnte ich dann hinspringen? Ja. Oh Mann. Ich kann nicht rennen, oder? Ich bin so langsam. Ich habe nur noch 40... Nur noch 16. Scheiße, ich glaube, da hat es mich irgendwo erwischt. Nochmal. Das ist ja schwer. Habe ich schon erwähnt, dass ich Ego-Shooter nicht kann? Na gut. Ich bin auch generell nicht so der Ego-Shooter-Fan. Es gibt vielleicht ganz wenige Ausnahmen. Aber ich bin da in sowas überhaupt nicht gut. Was mir aber gefällt, ist so der Grafikstil. Dann stelle ich mich diesmal ja ein bisschen besser an. Was ist hier los? Stirb, ich habe nur noch 4 Lebenspunkte. Nein, ich bin schon wieder tot. Ich frage mich, ob man sich da irgendwo heilen kann. Verdammt. Das ist ja echt mal schwer. Ich würde ja gerne wenigstens noch bis in Level 3 kommen. Also, ein weiterer Versuch. Na, sammel ein die Scheiße. Vielleicht muss ich doch mit dieser Waffe hier klarkommen.
Nein, er stürzt sich durch das Loch. Oh. Ah ja, ich bin perfekt. Nochmal. Aber es könnte sein, dass es wirklich damit besser geht. Blöd, dass man die nicht einfach von oben erledigen kann. Das wäre auch zu einfach, oder? Ja, nun mach. Ich werde nicht bis ins dritte Level kommen. Bin ich so schlecht. Oh, ich häng schon wieder irgendwo. Ja, geht doch weg, alle. Oh, wie viele von denen sind denn das noch? 16. So, jetzt versuche ich mal hier lang zu kommen. Aber ich glaube nicht, dass ich mich da irgendwie heile. Ich glaube, ich habe keine Möglichkeit, mich zu heilen. Wie kriege ich den da hinten aber von hier? Ich schieße den Baum zu Klon. Auch nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo der Ausgang ist. Ich glaube, ich hab's. Aber wo muss ich hin? Wo muss ich hin, ohne zu sterben? Keine Ahnung, wo ich hier. Wo ist denn hier der verdammte Ausgang? Wenn ich das wüsste. Was ist das hier alles? Keine Ahnung, kann ich da runterspringen? Wo hat sich der Ausgang versteckt? Oh nein, da sind noch mehr. Nein, ich bin kurz vor Ende. Stirb. Ich habe nur noch 16. Wahrscheinlich ist da hinten irgendwo das Ziel. Ich ahne Schlimmes. Ja, da ist noch einer. Okay, den kann ich. Komme nicht zu nah. Jawohl. Tja, jetzt ist ja aber immer noch nicht das Ziel, oder was? Weil ich sehe nichts. Ich habe das Gefühl, ich springe gleich in den Tod. Ich schieße erstmal die Bäume zu Klump. Ah, da hinten sind sie. Oh nein, weg, weg, weg. Ich bin schon wieder kurz vorm Abnippeln. Level 3 unlocked. Okay. Ich hoffe, dass hier vorher noch der Ausgang ist. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Erstmal die Bäume wegholzen. Oh, jetzt muss man da drauf springen. Ja, toll. Wahrscheinlich verkacke ich das jetzt noch. Nein, ich habe es geschafft. Oh Mann. Test 3. So, gucken wir mal, was wir hier haben. Was ist denn das? Ein Baseballschläger? Na toll. Muss ich die jetzt zerknüppeln? Oh Gott. Ich habe wirklich nur diese eine Waffe. Na, das ist ja was. Ach du Scheiße, wo muss ich denn hin? Da wird man wirklich seekrank. Und jetzt? Ja, toll. Wie soll ich denn den schaffen? Der hat 1500 Lebenspunkte und ich habe nur diesen Baseballschläger. Und sonst nichts. Ach du Kacke. Komm, ich hau dir auf die Kniescheibe. Das kann man doch gar nicht schaffen. Ich hab's doch geschafft. Okay. Zu Klump geschlagen. Und jetzt muss ich hier runter wahrscheinlich. Und stürze dann bodenlos ab. Und dann, was passiert hier? Oh Gott! Ist das ein Lebenswürfel? Ja, der hat meine. Das ist ja witzig. Das ist nicht uninteressant. Jetzt kommt einer nach dem anderen von denen. Ich stelle gerade fest, dass der Basie ganz schön mächtig ist. Ja, kommt alle der Reihe nach hier. Kommt und holt's euch. Sackgasse. Bin in irgendeinem Abwasserkanal. Da kommt man nicht durch, okay. Ich hoffe, die Taschenlampe hält eine Weile. Nicht, dass ich gleich im Dunkeln stehe.
Und ich habe keine Lust auf Überraschung von hinten. Hm. Kein Plan, wo lang. Na, wahrscheinlich hier hoch. Und dann? Vorbei. Ah, da ist nochmal so ein Health-Würfel. Okay, dann gehe ich doch erstmal hier lang. Falls das doch zu heavy werden sollte. Ja, die haben nämlich gerade verlangsamt. So, jetzt muss ich mir, glaube ich, doch den Würfel holen. Okay. Also, ich muss sehr sagen, ich habe definitiv schon schlechtere Sachen gespielt. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Was kommt denn da unten? Ein Wasserfall. Gibt's eine Rutsche jetzt? Oh. Ich rutsch direkt rein in die Viecher. Oh, dass man hier zwischendurch verlangsamt wird, das ist ätzend. So. Aber wie viel gibt's denn von denen noch? Level 4 unlocked. Da sieht aus, als ob ich das Level geschafft hätte. Ne, noch nicht ganz. Oh, 18 Lebenspunkte. Yay. Kaum zu belieben. Okay, gucken wir uns mal Level 4 auch noch an. Scheint ja nicht den riesen Umfang zu haben, aber das, was ich hier so bis jetzt sehe, ist interessant. Sag nicht, ich habe gar keine Waffe. What? Ich habe keine Waffe? Ah, da müssen wir uns wahrscheinlich irgendwo... Ich kann ja nicht mal schlagen. Was gibt's denn dann hier? Gibt es anscheinend erstmal auch keine Gegner, oder? Da hinten muss ich nachher irgendwie runter. Das heißt, ich muss mir wahrscheinlich vorher irgendwo was besorgen. Ja, toll, ich habe keine Waffe. Ja, schön, super, ja. Hm, genau. Das heißt, hier werde ich gleich sterben. Gehe ich doch mal hier runter. Ach, da liegt ein Basie. Na toll. Schön, dass er jetzt hier liegt und ich kack gleich ab. Ja, tot. Okay. Na gut. Noch einmal probieren wir das Level noch. Das Game ist gar nicht so schlecht. Okay, dann also. Auf zum Schläger. Jetzt weiß ich ja, wo ich den finde. Das heißt, der Pfeil hier, da liegt die Waffe. Okay, na dann. Jetzt bin ich gerüstet. Jetzt könnte er kommen. Na, sie kommen auch schon. Warum werde ich manchmal verlangsamt? Hm. Haben die da irgendeine spezielle Attacke? Keine Ahnung. Da hinten gibt es auf jeden Fall wieder was zum Reparieren. Hm. Also die Optik ist wirklich interessant. Das ist mal ein bisschen was Spezielles, kann man sagen. Ah. Ich habe aber das Gefühl, hatte das Gefühl, dass der Basie besser war. Ja gut, okay, ich denke mal, das reicht für einen kleinen Einblick. Lass ich mal gucken, dass ich hier wieder rauskomme irgendwie. Ich hoffe, das geht einigermaßen. Back. So, jawohl. Das war mal ein kleiner Ausblick in Dead Bits. Und ich sag mal so, ich habe definitiv Schlechteres gespielt. Mir gefällt die Optik. Ich finde die Mucke auch ganz interessant. Also das könnte man sich durchweg mal geben, wenn das irgendwie mal billig zu haben ist. Vielleicht für einen Euro oder sowas. Ja, also mir hat es nicht echt gefallen. Wie gesagt, wie hat es euch denn gefallen? Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn es gefallen hat, dann gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Und ansonsten schaut doch mal, was ich hier sonst noch so habe. Und wenn es euch gefällt, dürft ihr natürlich auch gerne ein Abo da lassen. Kostet euch nichts und macht mir eine kleine Freude. Und dann sehen wir uns vielleicht in einer der nächsten Ausgaben von was auch immer hier wieder. Macht's gut, bis dann, ihr Lieben. Euer Tomaniac.